Das hat er ja super hingekriegt. Das hat er super hingekriegt. Na gut, ich glaube, jetzt können wir es öffnen, ne? Nichts. Oh oh. BD? Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Das hätte ich fast gesehen. Willst du mal reinsehen? Ja, die Haare sind sehr aufwendig animiert. Schmuggler? Naja, okay. Nee. Die Haare auch von den Charakteren sind sehr, sehr, sehr gut animiert. Deswegen bin ich ja so ein bisschen enttäuscht, dass es bei den Wookies so doof aussieht, ja. Weil er hat so richtig wallendes Haar, ja? Was das, mitunter hier. Na okay, jetzt sieht man es halt nicht, aber in den Sequenzen sieht man es, ja. Und bei den Wookies ist es halt so Rastafari, ja. Also nichts gegen Rastafari, aber bei Wookies sieht es ein bisschen doof aus. Ah, ah. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen. Verloren und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh? Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzip hier. Es sind dunkle Zeiten. Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren. Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Dathomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Maren, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Dathomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Dathomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schon. Elodie. Das ist nicht gut. Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr.
Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Datomir? Bekämpft ihr uns alle? Lauf! Ich kann nicht laufen. Jetzt kann ich laufen. Ich kann gar nicht gucken. ich muss aber gucken. Was? Ich kann. Ach so, das geht. Ich komme aus der Karte nicht raus. So, jetzt. Ja. Ist alles gut. Das war nicht so geplant, aber gut. Dann gehen wir hier lang. Ich weiß nicht, wo ich lang komme. So, kann ich mich hier ausruhen kurz? Ich könnte... Ja, ich kann hier auf den... Oh. Nee, kann ich. Doch, kann ich. Wow. Nicht runterschlagen. Hier. Greystall, die Mantis da klar machen. Was ist los? Hier hat eine Wundhotel. Oh, warte, da oben. Die verfolgt mich. Oh, und du führst sie hierher? Captain, Start klar machen. Danke. Echoortung, entdecke 75 Macht Echo. Sehr schön. Überlebte. Irgendwas an ihr ist vertraut. Meine Schwester der Nacht überlebte ein schreckliches Massaker. Sie war allein und voller Angst. Ihre Schwestern waren tot. Ja-Nein-Option. Ja, das ist das, was ich meinte. Wie gesagt, bei Jedi Academy und so weiter. Was waren das noch? Jedenfalls, dass man eben halt auch die dunkle Seite betreten kann. So. Ich kann einfach jetzt hier den Weg runter. Das sollte funktionieren. So, schnell. Alter, seid ihr schnell. Das war falsch. Das war sehr falsch. Aber sowas von falsch. So, wie komme ich da? So, hier, ne? Toll. Okay, das haben wir geschafft. Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Lichtschwert deines Meisters. Ich sah ihn. Meister T'Pol, es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl. Alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte.
Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe, und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Schatten des Meisters, ich wollte kurz gucken und unterbreche das mal. Ich weiß gar nicht, ob das Lichtschwert so wirklich aussieht oder ob das nur ein Sequenzlichtschwert ist. Werden wir bestimmt gleich sehen. Warte mal, Kerl und Bidi fanden einen Weg aus den Ruinen, wo Kerl auf eine dunkle Version von Jaro Tapal traf. Nachdem das Phantom Kerls Lichtschwert zerstört hatte, war dieser wehrlos. Nach ihrer Flucht aus der Ruine trafen Kerl und Bidi zufällig auf den Wanderer. Dieser ergab sich als Taron Malikos zu erkennen, ein ehemaliger Jedi, der mittlerweile die dunkle Seite studierte. Malikos bat Kerl, sich ein Streben nach Macht anzuschließen. Wurde aber von Merin unterbrochen. Dieser beschwor eine Horde von Untoten, um ihn und Kel zu vernichten. Kel und Bidi eilten daraufhin zu Mentes zurück. Nach Kels Beichte hinsichtlich Order 66 sagte Seer, es sei für ihn an der Zeit, sein eigenes Lichtschwert zu bauen. Illum. Oh, was Neues. Schnee. Habt ihr das nicht ausgezogen gehabt? Kerl. Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiterzukämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Ach, Schnee wäre schön. Als Kind kannte ich noch Schnee, so richtig schönen Schnee. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Oh, ist das hell draußen. So, warte mal, jetzt wer war... ich glaube, wir müssen das Lichtschwert selber bauen, ne? Ein Lichtschwert? Hier? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie du es machen wirst, Kleiner. Aber wenn ich eins über dich gelernt habe, dann, dass du deine Aufgaben immer meisterst. Ach ja? Ich würde mein Leben darauf verwetten, aber das habe ich schon. Ganz oft. Du bist nicht der beste Spieler, Grease. Schon klar, natürlich, stimmt. Aber ich glaube an das, worauf ich wette. Und ich beteilige dich sogar, Kerl. Danke. Ich tue alles, damit du gewinnst. Ach, jetzt sehe ich das erstmal. Die Klamotte, die wir anhaben hinten, das ist auch, wie heißt der? Kashyyyk? Nee, wie ist der? Auf Kashyyyk, der Riesenvogel.
Das Emblem hinten. Das ist der Riesenvogel. Ist ja cool. Ach so, warte mal, wir können noch mal reden mit ihm. Es ist ein wichtiger Ort für Jedi. Besorgt oder so? Sollte ich nicht sein. Hör mal, ich weiß ziemlich genau, wie sich sowas anfühlt. Wirklich? Nein. Die Galaxis habe ich noch nicht gerettet, aber schon oft eins auf die Nase gekriegt. Egal, was dich umhaut, du stehst wieder auf, Kerl. Weiter so. Was für draußen? Nein. Spinnst du? Lateros vertragen keine Kälte. Das habe ich ja noch nie gehört. Okay, okay. Ich vertrage keine Kälte. Ist es das, was du hören wolltest? So, jetzt habe ich's gesagt. Deshalb könnte ich nie ein Jedi sein. Genau. Nur deshalb. Musst du nicht ein Lichtschwert holen oder sowas? Beeil dich, wir müssen eine Galaxis retten. Okay, aber immer noch. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Okay, lass mal das sein. Einmal hier. Und einmal hier. Ach, das sieht so aus, ja. Ist nur ein bisschen kaputt. Aber das war halt so optisch das Interessanteste, ja. Wobei, das hat auch was, ja, von der Farbe. Das Acetron. Ja, das habe ich ja vorhin erst bekommen, stimmt. Nehmen wir mal das hier. So. Das hier vorne, weiß ich nicht. Wie gesagt, das war hier mit dem Magus, mit dieser Form. Die fand ich so richtig. Oh, die ist auch Machtkontrolle. Oh, ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jaro Tapal, ja. Das ist das ursprüngliche. Aber das ist schon so in Ordnung, wie es ist. Ja, geht nicht an. Aber wir haben ja ein Behelfslichtschwert. Warte mal, haben wir nicht noch einen neuen Samen? Ja, gepflanzt. Sehr schön. Es ist lange her, dass ich hier gewesen bin. Du weißt, es kamen viele Jedi nach Illum, um ihren Kyberkristall zu finden. Ich erinnere mich. Meister Yoda hatte uns zum Eingang geführt, aber danach waren wir auf uns gestellt. Daran war ich zwar gewohnt, aber es machte die Herausforderung nicht einfacher. Mhm. Meine Ausbildung folgte strikten Protokollen. Auf alles vorbereitet. Dachte ich. Vielleicht war das die Lektion, Kerl. Du kannst nicht alles wissen, aber darauf vertrauen, mit allem fertig zu werden, was dir begegnet. Möge die Macht mit dir sein. Ja, ja, okay. Gehen wir mal ins gleißende Licht. Und da wieder die Haare. Ja. Schade, dass man sowas bei den Wookies nicht sieht. So, was haben wir denn? Ein großes Areal, zwei Wege. Einmal links, einmal rechts. Einmal fallen lassen. Och, die machen zu, weil kalt, wa? So, ich gehe mal rechts. Okay, ich gehe nicht. Doch, ich gehe rechts. Dann habe ich jetzt das Geheimnis. Die Zeit der Versammlung ist gekommen. Setzt euer Können klug ein. Hierher kamen Jünglinge, um an einem heiligen Ritual namens Versammlung teilzunehmen, einer Prüfung, die alle Jedi durchlaufen müssen, ehe sie ihr eigenes Lichtschwert bauen dürfen. Ja stimmt, wir haben ja nicht unser eigenes Lichtschwert, wir haben ja das von unserem Meister übernommen, ne? So, da haben wir es ja das Richtige gemacht, habe ich gleich noch ein bisschen Macht nach oben getrieben. Der Jedi-Tempel. Es ist eine Weile her. Aber ja, ich erinnere mich. Jeder Jedi kommt als Kind her. Also,
kam hierher. Es ist noch jeder gab. Okay, ich muss mich da anscheinend durchkämpfen, aber hier ist so ein harter Cut drin. Warum? Ach so, deshalb. Wieder die schönen Fußtapsen, ja? So als Detail, als kleines. Warum hat das Budget nicht gereicht? Für was? Das sieht wie ein Durchgang aus. Mit dem Eis passe ich auf. Ich habe wirklich gar kein Lichtschwert. Das heißt, das Behelfslichtschwert, was wir mitgenommen haben, was wahrscheinlich da hinten am Rücken jetzt ranheftet, das ist nur, dass wir da unser eigenes bauen können, oder wie? Oh, also ich würde niemals da lang klettern. Nie, nie. Ach so, ja, bei dem scharfen Cut, genau. Ich würde hier nie lang klettern. Ich hätte nur Schiss, dass irgendwie dann sich dann irgendwelche Sachen zusammendriften, ja. Hier war doch gerade was mit untersuchen. Warte mal. Ist aber schwierig zu sehen, ja. Oh, oh. Sieht das so aus, weil wir ab und zu immer nach oben gucken? Ah, deshalb. Wusch. So. Da ist was drin. Komm ich da hin? Ja, komm ich. Okay. Da geht's auch weiter. Cowboy-Hut? Ein großer Jedi meditierte hier. Er kehrte an wichtige Orte zurück und sinnierte über seine Abenteuer und Prüfungen. Das ist doch Indiana Jones, ist das. Meister Marty Cameron. Ein Denkmal einer Meditationsstätte, die häufig vom ehrwürdigen Jedi-Meister Marty Bucky Cameron besucht wurde. Dieser kehrte im Laufe seines Lebens viele Male hierher zurück, um sich seine Abenteuer und Erfolge zu erinnern. Das ist doch ein Easter Egg, oder? Da muss ich mal recherchieren. Das ist doch eindeutig ein Easter Egg. Was steht hier? K7 unten 1. Ach so, hier. Nicht viel zu sehen, richtig? Wir sollten wieder runtergehen. Mein Gesicht wird taub. Wie jetzt wieder runter? Ach, da! Okay. Okay, merke ich mir mal. Mit großer Jedi. Aber der Cowboy-Hut ist halt das, was mich so... Ja? Hier geht's lang. Louis,
Der Versammlungsraum befindet sich am Eingang zu den Kristallhöhlen. Jedi-Meister brachten Jünglinge an diesem primär als Treffpunkt genutzten Ort, um sie anzuleiten und mit ihnen zu meditieren, ehe sie sich auf die heilige Suche nach Kyberkristallen begaben. Er war früher wunderschön. Die Wärme ist angenehm. Gute Arbeit. Dieses Fenster, erbaut von Jedi-Meistern, die vor 1000 Jahren den Tempel auf Ilum errichtet hatten, erzeugte Wärme durch die Verstärkung des natürlichen Außenlichtes. Der durch das große Glasportal gebündelte Strahl aus intensivem Licht wurde dann auf bestimmte Eisflächen gerichtet, um diese zu schmelzen. Ja, ich glaube, dass hier auch wirklich nur primär gepuzzelt wird, ne? Weil Lichtschwert, also wir können maximal nur mit der Wacht punkten. Den Raum kenne ich. Meister Yoda schmolz die Tür und ließ uns in die Höhle. Nicht mit der Macht, mit dem Kristall. Das Licht ging hindurch und trug die Wärme. Bitte, das können wir auch. Mal gucken, wie weit reicht das Ding? Okay, da müssen wir ein paar Sachen machen. Ah, nee, nichts sagen. Ich will selber. Im Inneren des Tempels angeordnete Kristalle verstärken das Licht, um Hitze zu bündeln. Da der Lichtstrahl Eis schmelzen lässt, öffnet er geheime Gänge, die nur den Jedi bekannt sind. Das kriegen wir hin. Können wir, wenn wir jetzt hier unten reinspringen würden, so, kommen wir hier wieder hoch irgendwie? Wahrscheinlich. So, was passiert hier? Kreuzt das Licht nach da. Wir können es aber nirgendwo einrasten, richtig? So, was haben wir noch? Es geht noch weiter tiefer. So, das Ding könnten wir schmelzen. Wo können wir das denn anpappen? Ich glaube, es ist das Einzige, was gerade letztendlich fehlt. Ich muss das Licht dauerhaft leuchten lassen. Ich bin da an der Stelle ziemlich sicher. Ich muss das Licht dauerhaft leuchten lassen, damit ich dann hier das Ding, weil der pendelt nicht lange noch rum, dass ich das Ding dann in die richtige Richtung bringen kann, wie ich es gerade brauche. So. Ist das falsch? Mal gucken. Die Statue eines ehrwürdigen Jedi-Meisters ziert die zentrale Kammer, die zur Kristallhöhle führt. Die vor hunderten von Jahren geschaffene Statue ist ein Symbol für die heilige Weisheit, Erleuchtung und Beharrlichkeit des einst mächtigen Ordens der Jedi. So, was haben wir hier unten noch? Nur die Möglichkeit, hier wieder hochzukommen. Okay. Wie komme ich da hinten wieder hoch? Indem ich... das mache. Hier hätte ich auch hochklettern können. Okay. Okay.
kann ich es, glaube ich, einrasten. Ne? Ja. So weit, so gut. Nee, der ist an der Stelle verkehrt. Aber ich kann es jetzt so machen und... So, bleibt es dann offen? Ja, ne? Es bleibt offen, sehr gut. Das weg und dann... Ob wir das so in der Form brauchen, weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Jetzt können wir aber, Moment, ich hoffe, ich bin richtig und habe das noch richtig in Erinnerung. Entweder so oder auf der anderen Seite das Ding einhaken. Okay, andere Seite. Das habe ich. So, bloß wieder rüber, aber da gibt es ja Mittel und Wege. Oder auch nicht. Ah. Oh. Was nun? Jedi-Geräte. In diesem alten Tempel wurden Jedi-Geräte für die Kontrolle bestimmter Umstände und die Aktivierung geschützter Gänge gebaut. Viele dieser Gerätschaften verfügen über einfache Hebel, Schwenkarme und rudimentäre Objekte, die einen bestimmten Zweck erfüllen, wenn sie korrekt angeordnet werden. Okay. Aber ich komme nur dahin. Ach so. Oh. Nee, hä? Wie komme ich denn da drüben hin? Ach, ich Idiot. Nee, 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 Moment. Ja, okay. Okay. Mein Fehler. Aber jetzt habe ich es ja gesehen. So, komm her. Nee, du nicht. Du da. Da. Schönes Rätsel. Dass das ging, das war, glaube ich, der wichtigste Teil der ganzen Geschichte. Physikrätsel. Huiuiuiuiui, was haben wir denn da?